Gut, hier seht ihr nochmal verschiedene Blätter und eben so eine Sprosse mit Blüte von dem Barbarakraut, also Wintergresse. Hier sieht man die Blattform recht schön. Und gleich als Vergleich mal ein Stück weiter wächst hier ein Kraut, das man verwechseln könnte mit diesem Barbarakraut. Ist zwar von den Blättern schon jetzt unterschiedlich, aber bei nicht so genauem Hinsehen könnte man das verwechseln. Allerdings auch hier macht den, also wirklich den Fühltest. Das Barbarakraut ist sehr ledrig und fest und die Blätter von diesem Kraut hier, dem guten Heinrich, die reißen ganz leicht ein. Ist zwar nicht giftig, aber ist nicht das, was wir haben wollen. Also wie gesagt, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann lieber weg davon. So, und jetzt ein Stück weiter, gleich am selben Ort hier, haben wir hier einen weiteren typischen Frühjahrsvertreter, und zwar die Knoblauchsrauke. Die Blattform ist typisch ja, herz- oder nierenförmig, hier mit dieser typischen Einbuchtung unten. Dieses Kraut ist sehr, sehr gut zu erkennen am Geruch. Also der Name Knoblauchsrauke verrät schon, das ist auch das, was ihr immer machen solltet, wirklich reiben und riechen. Dann kann man ganz, ganz viele falsche Kräuter einfach schon mal aussortieren. Wenn ihr das jetzt auseinander reißt und reibt, dann kommt als erstes so eine Art Senf-Rapsgeruch in die Nase. Also schon so eher kohlartig, was ja ganz, ganz viele Frühjahrskräuter haben. Und erst beim Probieren oder beim weiteren Drücken kommt auch der Knoblauch mit raus. Und zwar ganz, ganz stark. Aber erst wirklich beim Drücken und beim Zerreiben. Also jetzt merkt man ganz typisch einen dezenten Knoblauchgeruch. Das Spannende bei diesem Kraut ist, das ist wie eine Art Mischung aus Kohl und Knoblauch. Allerdings mit einer leichten Bitternote. Also wenn ihr das probiert, kommt auch eine typische Bitternote danach. Zur Verwendung würde ich eher wirklich sagen, im frischen Zustand für Salate, einfach so ein bisschen auf dem Teller als Deko mitverwendet, weil beim Kochen wird das Ganze unangenehm und bitter. Also ich würde es wirklich nur im Rohzustand verwenden und da ist es auch schon spannend. Von der Größe her, jetzt ist es perfekt. Im Laufe der nächsten Wochen bildet es dann einen Stängel, wird hoch und hat dann so kleine weiße Blüten und dann ist es eigentlich auch schon vorbei mit der Verwendung. Also so wie es jetzt ist, ist es perfekt. Ihr werdet es sehen, wenn ihr die Kräuter draußen sucht, je nachdem in welcher Region ihr seid, hier ist es relativ kalt. Das heißt, bei euch könnte es schon wesentlich größer sein, dieses Kraut auch. Vielleicht schon so 20 bis 30 cm, je nachdem wie warm es bei euch ist.